Diesen Ausgleich darfst du herstellen, indem du im Alltag dafür sorgst, auch wieder mit Menschenverstand strukturieren. Wie verbringst du deine Abende? Angenommen, du bist um 17 oder 18 Uhr zu Hause, dann ist der Abend, die Abendzeit eine wichtige Zeit. Morgens fällst du oft in den Job. Meine Empfehlung wäre, mal 10 Minuten hinzusetzen, früher aufzustehen, eine kleine Morgenmeditation, da habe ich 3 CDs dafür oder 2, sehr schöne Meditationen. Dann gehst du anders gerichtet in den Tag. Aber parallel das Abends, das Parallele dazu. Das wirklich Ankommen bei dir, weil der Tag war so voller Reize, dass du oft nicht weißt, ob du Männlein oder Fraulein bist. Also du hast so viele Reize bekommen über Handy und Internet und das und Gespräche und warst selten am Tag wirklich bei dir. Verloren im Machen und Tun und Machen und Tun und Machen und Tun. Und darum ist es so wichtig, den Abend so zu gestalten, dass du sagst, also einen Abend immer wieder zu dir zurückkommen, Pausen machen, mal 1 Minute Pause, mal 2 Minuten Pause, in der Mittagspause mal bei dir sein oder mal eine meiner 1-Minuten-Pausen zu machen. Ich finde es auf YouTube, eine Kerzenmeditation, setz dich hin und stellst dir vor eine weiße Kerze und die brennt auf der Höhe deines Herzens. Und du schaust diese Flamme nur 1 Minute an. Der Effekt ist, du bist in deiner Mitte, du bist wieder zentriert. Denn da aus dieser Mitte fallen wir oft raus. Oft durch Mitmenschen angeregt. Das heißt, dieser Tag darf ein Wechsel sein von Einatmen, Machen und Tun und dann, wenn du eine Arbeit beendet hast, mach 1 Minute Pause, zur Not am Klo. Ich nenne es Klo-Meditation, sehr wichtig. Ja? Unten entspannen, oben empfangen. Kein Scheiß. Ich sage, warum hat das Leben uns gezeigt, dass wir so 4, 5, 6 Mal pinkeln müssen am Tag? Wunderbare Gelegenheit, zu uns zu kommen. Nach innen zu gehen. Schau, wie oft du mit dir allein sein kannst. Bitte guck darauf. Kannst du, viele Menschen können nicht mehr allein sein, ohne sich permanent abzulenken, weil sie würden merken, was du gerade bewusst gemerkt hast, da ist Unruhe. Und sagen, oh, Unruhe, wo ist das Bier? Ja? Da trinken wir einen drauf, dann ist die Unruhe wieder etwas geglättet. Meine Empfehlung ist, lerne für dich immer wieder 5, 10, 15 Minuten oder länger allein zu sein, alleine mit dir in die Natur zu gehen. Natur hilft sehr, denn dein Körpersystem stammt aus Mutter Erde. Dieser physische Körper hat alle Elemente aus Mutter Erde in sich. Und die Mutter Erde, du erdest dich und schafft hier Klarheit, besonders im Wald oder im Park, wo grün ist. Wichtig für dich, wenn du das regelmäßig machst. Das sind Rituale. Wir dürfen wieder lernen. Rituale sind nichts anderes als gute Gewohnheiten, die mir gut tun, meinem gesamten System gut. Ich komme zu mir, ich komme in meine Ruhe. Ob du Musik hörst oder sonst was, frage dich, was am Tag nährt dich wirklich und was zehrt an dir? Wenn wir in Burnout und Erschöpfung landen, dann müssen wir etwas falsch gemacht haben. Vieles zehrt dann an uns. Und das muss nicht sein, das ist kein Naturgesetz. Frag dich also, welche Begegnung mit Menschen nähren mich? Welches Buch nährt dich? Welche Musik nährt dich? Was nährt dich? Das heißt, was ist Seelen- und Herzensnahrung? Was tut mir wirklich gut? Und dafür darfst du dir deine Zeiträume, deine Zeitfenster nehmen. Darum meine Empfehlung, eine Woche, einen Abend der Woche nur für dich alleine. Sorg dafür, wenn du 4 Kinder hast, dass jemand auf die Kinder schaut. Aber das bist du dir selber schuldig. Am Wochenende vielleicht etwas mehr. Jeden Tag aber insgesamt 1 bis 1,5 Stunden immer wieder mal Pausen für dich, dass du für dich etwas tust. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Nochmal, wenn du nicht für dich sorgst, tut es keiner. Und meine Empfehlung ist, es alle 2 Monate mal ein Wochenende nur mit dir allein zu verbringen. Und nicht zu Hause. Eine schöne Landschaft, dir eine preiswerte Pension zu nehmen, wenn du Geld hast, eine teure, aber nicht in einen Wellness-Tempel oder sowas zu gehen, ja, mit 1000 Leuten oder sowas, sondern so ruhig wie möglich. Und dann gehst du Samstag und Sonntag ein paar Stunden in aller Ruhe durch die Landschaft mit dir. Das hat mir auch sehr geholfen, als ich 42 war. Ich bin 3 Monate in Eifel einfach spazieren gegangen, immer nur Kreiswanderung gemacht, um hier Klarheit zu bekommen. Du wanderst dann zu dir zurück und bekommst Klarheit. Mutter Erde nährt dich und du kriegst ein klares Bild, lässt dich führen.
Und viele sagen, was, 2 Tage mir allein, halte ich nicht aus. Aber dein Partner soll dich aushalten, ja?